Chris, hey, ich Mateka hier. 5-Stern-Rush-Turnier, Tag 2. Gelb ist verboten. Bei mir trotzdem nicht Alfrike oder Ludwig als Denk, sondern Waterpipe. Die Def funktioniert gut. 10 zu 3 stehe ich bis jetzt. Ja, schauen wir, wie es weitergeht, aber ich glaube, A wird schon halten. Und jetzt kommen die doppelt geprägten Ludwigs. The Underdecker ist insofern interessant, als dass er immer wieder mal bei uns bei der Allianz dabei ist. Also, sofern das nicht andere ist, ich bin mir nicht ganz sicher bei der Schreibweise jetzt, aber ich glaube schon, dass es ist. Also, ist immer wieder mal da. Und, was gibt es sonst zu sagen? Ludwig Denk empfinde ich jetzt schon als Besitzer von einem selbst doppelt geprägten Ludwig, empfinde das schon einmal unangenehmer, als wenn es eine Alfrike oder sonst irgendein Schadensdenk wäre. Mit Ab Ausnahme von Aramis, glaube ich, der könnte der Bösartigste sein. Ja, das werdet ihr jetzt öfter bei mir sehen, dass ich gegen den doppelt geprägten Ludwig, und es werden jetzt wahrscheinlich hauptsächlich solche kommen, dass ich dann mit Mariana und ihrem überlegenen Verhexen antreten werde, damit ich zumindest, wenn mein Stack am Anfang da ist, mein Roter, dass ich durchpreschen kann. Oft zumindest. Ja, ich glaube, dass ich da trotzdem nicht so viel anders spielen kann. Ich habe ja über sie eh zumindest ein bisschen Entzauberung dabei. Zusätzlich kann ich auf Kommando mit Wächtergorilla entzaubern. Ja. Wenn ich sehr früh meinen Ludwig laden kann, dann würde ich vielleicht da zweimal ihn einsetzen können. Dann könnte ich sprich Ludwig drüben wegnehmen und dann die Mana-Stacks wegnehmen. Und Mickey rechtzeitig kann zumindest den gegnerischen Ludwig aufhalten. Also es ist natürlich nicht ganz, es kann alles passieren. Aber ich glaube, dass ich da nicht so viel bessere Devs, Angriffsteams zusammenkriegen würde. Jetzt sieht man mal natürlich schon mal, mein Lila ist offensichtlich sofort möglich. Nur ist Lila die Farbe, die man am wenigsten sofort bringt. Die will nämlich eigentlich nicht, dass Ludwig drüben auslöst. Das ist fast gefährlicher, insbesondere bei ihr. Wie geht es jetzt an? Wenn ich zuerst da Rüben Lila spiele, habe ich da schon eine Aussicht, vielleicht da Rot zu kriegen. Mit den beiden roten Steinen da in der Mitte habe ich eine Chance von 75%, dass ich den Taunt wegkriege. Und das sollte sich, glaube ich, schon ausgehen. Von der Zeit her. Von der Drachenbombe habe ich natürlich nichts. Aber so beginnen auch nicht. Also ich beginne mit dem Zug und schauen wir, was sonst weiterkommt. Jetzt kann ich natürlich als Sicherheitsprogramm umschwenken und Blau zuerst holen. Und das ist wahrscheinlich das Bessere. Es wäre auch schön, wenn ich es auf eine Art hinkriege, mit der ich mir nicht Rot wegnehme. Das ist nicht ganz darüben. Das Problem ist, dass man so herüben Rot wegnimmt. Und Alfrike, ich will, dass mein eigener Ludwig noch Möglichkeit auslösen kann. Das ist recht tricky jetzt gerade. Wenn ich da spiele zuerst, ist die Gefahr von einer Combo. Falls die Combo in Rot kommt, wäre ich gar nicht so unzufrieden drüber, also gar nicht so unglücklich damit. So zuerst. Ist wirklich nicht leicht. Ihr könnt auch mir jetzt sagen, ich nehme einfach Ludwig. Dann habe ich sofort das Mana. Ja, aber ein bisschen Zeit, bis er auslöst und dann kann man das wegnehmen. Ich glaube fast, dass das sicher, also ich glaube fast, dass das sogar besser ist. Passt, keine Combo kommen.
Beginnen wir jetzt einmal damit. Ob das so gut war. Sie ist das eigentliche Problem dann. Ich muss nur schaffen, dass ich durchkomme zu dem Zeitpunkt. Ich darf Rot nicht wegspielen für den Zeitpunkt, wenn er auslöst, um dann auch möglichst eine Chance haben, den anderen da diesen Buff wegzunehmen. Puh. Da habe ich noch Taunt, zwei Züge, also Entschuldigung, viele Züge, sechs Züge, das ist also nicht das Problem. Jetzt kann ich also auch in Alfrike reinspüren. Das mache ich. Und zwar gleich so richtig in Alfrike. So, jetzt wäre natürlich schön. Ich muss fast entzaubern können, weil sonst sie ein Problem darstellt. Sie wird auslösen. Nicht leicht, wie ich das jetzt mache. Also wenn ich. Es hilft ja nicht, wenn ich die Steine wegnehme. Sie löst sowieso aus. Ah, ist das blöd. Jetzt mache ich einen ganz komischen Zug in der Hoffnung, dass ich in der Mitte blockieren kann. Wenn es aufgeht, schaut es gut aus. Jawohl, es ist weg. Er darf nur nicht nochmal auslösen. Passt, nicht nochmal ausgelöst. Jetzt kann ich da wieder rauskommen. Die Frage ist nur, wen ich jetzt blockiere. Das ist nicht mehr so leicht. Weil natürlich er in der Ecke auch zu einem Problem wird mit seiner Steinhaut. Es muss einfach in der Mitte blockieren. Ja, ich muss in der Mitte. Zum Glück habe ich jetzt gerade mal wieder auf die Uhr geschaut. Die Zeit tickt, das habe ich jetzt gerade erst wieder gesehen. Jetzt schaue ich aber mal, wie viel Schaden ich bei Kale mache. Es könnte sein, dass sie das hier ausgeht. Na, geht es nicht aus. Jetzt muss ich natürlich wieder umgekehrt warten, damit ja nicht Kale. Ach, ist das ärgerlich. Das ist richtig unpraktisch. Damit ich keinen Totalschaden kassiere. Da noch Steinhardt 1. Das eine müsste ich noch wegkriegen, wäre fein. Und jetzt darf natürlich da nicht irgendwie ein Combo drauf entstehen. Das ist weg und geschafft. Kann sein, dass ich ein bisschen unnötig lang braucht habe oder ein paar Mal ein bisschen komisch gespielt habe, aber ja. Es ist aufgegangen. Was haben wir da jetzt an Neuigkeiten? Das ist natürlich eine wichtige Neuigkeit, dass da Amose steht. Das heißt, mein Lieblingsdeck in Rot funktioniert nicht. Auf das will ich mich natürlich nicht einlassen, dass Amose einmal auslöst und ich dann damit verloren habe. Jetzt was kann ich spielen?
Entzauberung brauche ich ja eigentlich nicht. Die beiden, Mickey und Ludwig, sind weiterhin einfach so stark da, die muss ich einfach spielen. Was kann die als Passiv noch? Mana-Regeneration, das ist auch sehr störend. Das heißt, es würde, wenn ich die beiden spiele, nur ein grüner Stack übrig bleiben. Grün hat einen Vorteil, dass ich verhindern kann, dass Kali die Steinhaut kriegt, falls es. Aber insgesamt ist mein grüner Stack eher schlecht. Ist die Frage, ob ich ohne Gelb. Ich schaue nur kurz durch, so meine Helden, was ich machen könnte. Aber in Grün habe ich auch eigentlich gar keine schönen Antworten. Ich bin im Prinzip darauf angewiesen. Ich kann auch nicht jetzt in Rot als Einzelfarbe spielen, weil die einzige, der entsprechend wertvoll wäre, ist Cupido. Und der wäre genauso verhindert von Achmose. Das heißt, ich werde irgendwie schauen, dass ich einen grünen Stack spiele. Muss man nur überlegen, welchen. Grün spiele ich nämlich insgesamt ziemlich selten eigentlich bei Rush. Sie ist natürlich eine Kandidatin. Ich lege mir nochmal daher. Hammerdusk ist ein Kandidat. Übrigens jetzt, wenn Aramis denkt stehen und Ludwigs, ist bei uns jetzt auch, oder was heißt bei uns, aber ist theoretisch ist auch Wächterchamäleon ein Kandidat, den man spielen kann. Es ist nur die Frage, was ist bei den anderen noch? Mickey in der Ecke. Ist normal nicht das aller, also ist in der Def, wo man ihn nicht zielen kann, normal nicht das allerböseste Rush-Held, aber man will es natürlich trotzdem nicht unbedingt. Was hätte ich noch? So richtig fette Hitter habe ich nämlich in Grün nicht, wo ich sagen kann, also wo ich normal fix davon ausgehen könnte, dass ich viel wegräume. Immer das quer, ja. Und wenn ich mich gar nicht auf Death dann verlasse, sondern einfach nur den plus 50% Schaden, ich glaube, da kriege ich trotzdem was weg. Dann ist das jetzt ein komischer Stack mit. Das ist so. Die Sache ist, die mit dem könnte nämlich die Steinhard verhindern. Könnte eine Seite wegräumen und Steinhard verhindern, bringt mir das was. So wenig Schaden macht er doppelt geprägt auch nicht. Er macht dann mehr. Ich glaube, das passt schon so. Entzaubern muss ich nicht können. Bei mir selbst wäre es natürlich vielleicht nicht unpraktisch damit. Ich werde jetzt zumindest noch Mickey in die Mitte setzen. Tut mir leid, dass ich da jetzt insgesamt recht lang brauche. Aber wer weiß, vielleicht kommt sie auf das dann an. Dass Mickey eben gegenüber seinem Pendant immun ist. Das kann nicht wirklich, dass er sollte. Das kann nicht, wie ich es am liebsten habe, machen wir es so. Machen doch am meisten Schaden. Stinky Pete. Recht viel Grün, aber zumindest haben wir nicht sofort da. Das Schöne ist, ich bin da jetzt dann noch ein bisschen in Gedanken dabei, ja, ich muss unbedingt Alfrike aufhalten. Das Schöne ist ja, ich habe ja meinen doppelt geprägten Ludwig mit und ich muss sie ja nicht einmal genau aufhalten, also nicht einmal sofort. Im Prinzip kann ich ja jetzt einmal schön in sie reinspielen, weil es vollkommen wurscht ist. Jetzt probieren wir das einmal aus, eine Combo, die ich sonst nie spielen wird. Naja gut, das war jetzt eigentlich doch ein bisschen zu viel des Guten, weil Diamanten hätte ich eigentlich keinen haben wollen. Überleg mal. Einmal wird sie auslösen. Das wird reichen. Ich habe mir leider nicht gemerkt, ob sie die entsprechende Truppe drauf hat.
Ich glaube, ich hole mir das jetzt trotzdem so. Eine gewisse Chance besteht, dass das Mana nicht geladen ist. Wenn sie kein Mana. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob sie es gehabt hat, die Magiertruppe, oder ob so es nicht gereicht hat. Ihn habe ich jetzt leider einmal verloren. So, dann blockieren wir in der Mitte. Passt, ist es grün da. Und damit kann ich wahrscheinlich alles wegschießen. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass Kalio weg ist, weil Kalio immer die ärgste Bedrohung ist. Das erst einmal so. Sie geht jetzt natürlich nur auf eine Seite. Hilft nicht, da muss ich durch. Ah, ich bin eh noch geschützt. Das heißt links weg. Das auslösen und ich habe noch immer meinen Taunt aktiv, also in Wahrheit. Ein recht gemütlicher Sieg mit so vielen Steinen. Sehr gut, und die Kiste ist da. Einmal das Übliche und ich kaufe es gleich wieder nach. Damit sie das auszahlt, muss sie jetzt aber auch meine Angriffe gewinnen, sonst kriege ich es nicht durch dann mit einer Flasche. So, jetzt ist es soweit. Das ist für mein Empfinden eine der gefährlichsten Mitten, die es so gibt. Wie gehe ich das am besten an? Ich habe wirklich noch viel zu wenig Praxis da jetzt, wie ich auf Aramis da reagieren soll. Heilungsverbesserung. Das Problem ist diese Immunität gegenüber Statusveränderungen. Das andere ist an Aramis jetzt nicht so schrecklich. Ich will wieder, so wie ich es das letzte Mal schon gespielt habe, wo Ludwig auf der Seite war, will ich so ein überlegenes Verhexen spielen, um halt die Möglichkeit haben, vielleicht mit Glück, wenn ein Stein drüber liegt, zumindest bei einem guten Board gleich gewinnen zu können. Und dann ändert es ein bisschen meine Einstellung, dass ich glaube ich von Mickey weggehen werde. Da steigt gleich das Stresslevel. Mickey weg, was ändert das? Da würde ich nämlich also auf Waterpipe switchen. Weil ich mit Waterpipe schon immer wieder mal kann man locker zeugen. Und Mickey, ja, so gut er ist, aber wenn ich am Anfang nur Ludwig anzielen kann. Und dann, sobald Aramis ausgelöst hat, kann ich gar nichts mehr anzielen. Also das wird rot auf jeden Fall. Wieder mit, was mache ich jetzt? Insgesamt schaut es mir nicht so schlecht aus. So. Ich habe halt wirklich keine Flächenmana-Kontrolle, was ich sonst gewohnt bin bei Turnieren. Vielleicht mache ich mal mir umsonst an, aber vor Aramis, wie gesagt, habe ich wirklich einen Respekt. Gar nicht so nur wegen dem Auslöser, wegen dem Schaden, das ist nicht so schlimm, wenn er jetzt auslöst auf meinen, ja, also auf den Ludwig mit Alpha Taunt, das ist nicht so das Problem. Aber dass eben die Gegner dann drei Züge immun sind. Gegen neue negative Statusveränderungen. Und ich bin mir fast sicher, dass wenn wir das nächste Mal gegen eine der stärksten Allianzen im Krieg spielen bei Rush, also gegen Seven Days Departed im Speziellen, dann wird 20 Mal die Mitte so darstellen oder noch mehr. Oder sogar noch böser, weil da steht dann nicht Alfrike, sondern da steht dann Milady de Winter oder so. Oder auch Waterpipe ist auch sehr böse da an der Stelle. Ihn brauche ich, damit die vielleicht überpowern kann, also durchschießen kann, wenn es
wenn es schlecht läuft. Zusätzlich, nein, also das ist gesetzt blau. Ja, gehen wir es an so. Die Würmer, das Lila holen, dass ich dann Ludwig auch für ein Mana-Gen anwerfen kann. Wie gesagt, am Anfang bin ich geschützt. Blau wäre dann auch zu holen, aber wenn da vorne auch rote Combo, ein bisschen was mache ich damit, aber jetzt frage ich noch mit wem zuerst. Ist eigentlich recht wurscht, glaube ich. Ah, so viele neutrale Steine. Das ist nicht. Ah, so viele irgendwie in irgendeiner Farbe. Ja. Der wird einmal angeworfen. Ist die Frage, wer mir mittelfristig mehr bringt. Da bin ich zuerst rot, glaube ich fast nicht. Ich glaube, es ist fast besser, wenn ich zuerst blau hole. Und einmal auf die Mutter. Ist mit den Start. Den Statuseffekten, die Immunität, die ist dann das Hauptproblem irgendwie. Ich werde jetzt. Also ich hole mir auf jeden Fall Waterpipe zuerst. Das, dann bleibt zu hoffen, dass da ein bisschen was verhindert wird. Noch. Und dann muss ich halt mit gepusht, müsste ich zweimal Rot halt auslösen können, so ungefähr, bevor halt bei den Gegnern halt so richtig alle zünden. Oder so, ich glaube, so ist besser. Da könnte unten theoretisch gleich rot kommen. Ja, das hat was gebracht. Das hat was gebracht. Das hat was gebracht. Er überlebt halt nicht mehr so viel. Jetzt ist die Frage, ob ich da nicht. Wie viel heilt sie? Ah, genau, sie ist die ja nur die Version von der Mutter, die in dem Fall für mich angenehmer ist, die nur einen. Regenerationsbuff drauf gibt. Das ist praktisch, weil ich jetzt mit Waterpipe das teilweise verhindern werde können. Das ist Blödsinn. Nicht mitgedacht. Waterpipe kann ja gegen Aramis nicht wirken. Das war ein Blödsinn. Aber trotzdem schaut das jetzt gar nicht so schlecht aus. Kann ja auch mit Waterpipe. Jetzt so einiges wegnehmen drüben. Die sollten schon wieder geladen sein, also eigentlich sollte es passen. Passt. Sehr gut. Habe ich ein bisschen zu stressig jetzt gesehen. Ich habe, wie gesagt, großen Respekt einfach vor Aramis. Und noch sehr wenig Praxis dagegen. Bis jetzt war es nur so in der Überlegung, wie sie es spielen wird. Das sind jetzt eigentlich alle bösartigen Helden, die es so gibt in Rush. Sogar doppelt geprägte Milady de Winter. Jetzt ist es auch wirklich vorbei. Das ist ja schlimm. Ich meine, bei ihr kann man wenigstens den Status entfernen. Boah, das ist ein ungutes Team. Aber da wir in meiner gleichen Aufstellung, glaube ich, bleiben. Milady de Winter wirft ja alles zurück, sowohl was ich bei mir mache, als auch was ich bei den Gegnern mache. Muss überlegen. Die verschiedenen Schadensverstärkungen da sind jetzt kein großes Problem.
Das verblaue ich. Das ist natürlich, wenn er rechtzeitig kommt, aber das ist immer das Gleiche, wenn er rechtzeitig kommt, schaut sowieso gut aus, aber dann hätten bei mir alle, dann würde sie Milady de Winter selbst zerstören. Das wäre natürlich was Feines. Was, wie hat sie das als Verbündeten? Ja. Natürlich schlimm, da ist immer alles weg. Das heißt, auch da werde ich wieder dabei bleiben mit dem überlegenen Verhexen. Ja, wenn er zündet, die beiden zünden, ist sowieso, aber in Wahrheit muss sie schnell durchkommen, aber dadurch, dass Alphadon dabei ist und dass da mehrere sind, die das Verzaubern verhindern, kann ich auch nicht mit Mickey sinnvoll spielen. Das heißt, die bleibt mit der gleichen Aufstellung. Ich bleib gleich. Mehr Rot wäre natürlich fein. Das geht auf Aramis, der nicht unbedingt der gemütlichste ist, was das betrifft. Zweite Blau, sehe ich jetzt, also jetzt auch nicht, ohne dass sie viel spielen muss. Also ohne dass sie viel spielen würde. Ich glaube, ich fange in dem Fall sogar mit Rot senkrecht an. Fangen wir mit Rot an. Mag zwar überhaupt nicht, dass Aramis so auslöst, aber er muss irgendwo zu Steinen kommen. Wenn ich zweimal blau spiele, ist meine Waterpipe geladen, kann ein bisschen was schon aufhalten und drüben vor allem, was wichtig ist, drüben die Verzauberungen verhindern. Wenn sie vor den anderen kommt, dann werden die Verzauberungen nicht drauf sein. Problematisch ist nur ein bisschen da darf kein Combo kommen. Sollte sie ausgehen, wenn ich so hole und da lila und dann noch einmal so, dann ist sie rechtzeitig geladen. Sie wäre... Ich mach so. Nicht nur grüner. Passt. Passt. Ist natürlich trotzdem noch lang nichts durch, weil ich brauche... Waterpipe haltet ein bisschen auf jetzt noch, aber ich brauche halt entweder zwei Runden noch. Ja, da bin ich nur vor ihm geschützt. Das hilft natürlich jetzt. Kann nur hoffen, dass sie lang genug überleben. Ja, so schlecht schaut es jetzt gar nicht. Ja, ihm müsste das Mana genommen werden, damit es wirklich gut ausschaut. Ärgerlich. So freue ich mich schon und nix da. Er kann nicht auslösen. Na gut, jetzt habe ich ein bisschen überreagiert, ganz so schlimm ist es ja nicht, weil ja nur er den Nichts-Ziel-Buff gekriegt hat, alle anderen waren ja sehr wohl immun. Aber sie will er nicht wegkriegen. Sie, die am wichtigsten wäre... Ha! Ich Depp! Sie wird ja einfach sich selbst vernichten, die soll nur angreifen, greif nur an. Wirst schon sehen, was du davon hast. Nur die Frage, auf wen ich noch gehe, auf der Seite. Ich glaube, dass ich, wenn ich da durchkosten kann, das ist alles dann relativ, das sollte eher locker gehen. Ich kann ja alles anvisieren.
will fast sogar die Schadenshelden wegkriegen. Gut. Er hat sie vernichtet. Ganz so gemütlich schaut es jetzt doch nicht aus. Blau brauche ich. Nicht ideal, irgendwas brauche ich. Und sie kann schon wieder Ziel werden. Jetzt habe ich mich wieder zu früh gefreut, weil ich da einfach trotzdem verliere dann. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass ich meinen Ludwig habe. So, was nehme ich jetzt zuerst? Ich glaube, ich nehme Blau oder Rot. Entzaubern könnte ich. Wenn ich das zuerst nehme. Zuerst Rot. Entzaubern, Schaden, geheilt wird drüben nichts mehr. Also wird nichts mehr ist falsch gesagt, Aramis heilt schon noch. Er kann weiterhin kein Ziel werden, oder? Er wirft sogar zurück. Jawohl, 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 jawohl. Jetzt nur kein Combo. Zumindest. Na! Ja, Wort dabei wird das richten, einfach hoffe ich. Und das könnte sein, dass er Fehler war. Wenn er jetzt einen Schaden zurückwirft auf alle und ich meine eigenen vernicht. Es war so ein Scheiß. Warum habe ich denn das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Das gibt's einfach nicht. Warum bin ich so deppert? Ich habe es nur in dem Moment, wie es passiert ist, ist es mir nur aufgefallen und da war es zu spät. Ja, wenn es warm ist, reicht es. Boah, eine Schlacht. Ewig gedauert, am Schluss fast komplett versemmelt durch einen absoluten Blödsinn. Ja, so läuft es einfach in Rush. Viele, viele Entscheidungen, was dann drauf ankommt. Das ist in dem Fall jetzt im Verhältnis dazu, was da vorher gestanden ist, ist die Def gemütlich. Weil ich halt auch mit meinem Ludwig so reingehen kann und drüben kein Ludwig steht. In dem Fall werde ich da wieder Mickey nehmen. Boah, habe noch gemerkt beim Ziehen, das war vielleicht nicht so schlau, dass ich Waterpipe vorher ausgelöst habe. So. Ich brauche jetzt da meiner Meinung nach auch nicht das überlegene Entzaubern, glaube ich, brauche ich eher nicht. Weil dann habe ich den Vorteil, dass ich gegenüber Kalö sicherer dastehe. Kurze Überlegungspause noch. Das passt. Gehen wir wieder mit Ilmarinen. Ah.
Haha, verdrückt, verdrückt, verdrückt. So. Einmal mehr Standardaufstellung. Also was man da auf keinen Fall will, ist, dass man am Anfang Ludwig auslöst. Das ist ungefähr das Letzte, was man will. Die beiden mittleren, die Schadenshelden, wenn man seinen eigenen Ludwig hat, das ist eigentlich was, das man gern tut. Deswegen werde ich da jetzt gleich die Combo spielen und in Rot rein. Soll ruhig, sollen die beiden nur auslösen. Dann hole ich mir meinen eigenen Ludwig auf jeden Fall. Ist nur die Frage, ob so oder so. Wo komme ich eher zu was anderem? Das kann ich dann spielen und geht da vor. Interessant ist, mit der Combo kriege ich dann da vorne rot. In dem Fall spielen wir es so. Ah, da unten rot. Damit sollte eigentlich alles gegessen sein. Dann hole ich es mir natürlich gleich. Schadensteilung auf Kalle. Und der letzte Schaden. War natürlich schön, dass immer irgendwas machbar war. Kann natürlich bei Rush immer passieren, dass man ein Startboard hat, bei dem gar nichts geht. Vor allem gegen so bösartige Teams wie das Vorletzte und Drittletzte, glaube ich. Aber so bin ich natürlich sehr zufrieden. Sehr gut. Schauen wir, wie lange es weiter so läuft. Ich bedanke mich für euer Interesse. Hat viel zu lang gedauert für 5 Turnierangriffe. Das habe ich nicht so vorgehabt, dass das so exzessiv wird. 37 Minuten. Ja, vielleicht habt ihr irgendwas mitnehmen können. Und wenn es nur das ist, dass ihr Waterpipe nicht vorher auslöst, wenn ihr danach in einen Musketierhelden angreift. Ciao.